scheine eine Art Warpstation gewesen zu sein, von wem auch immer sie gebaut wurden, dazu benutzt, eine Verbindung zu den entlegensten Ecken der fern weit zu haben. Sei vorsichtig, Beatrix. Wenn du hinübergehst, befindest du dich in einer wahrhaft ungezähmten Gegend. Obwohl sie wunderschön ist, kann die andere Seite ein sehr gnadenloser Ort sein. Ha! Okay, unser Freund H. gibt uns hier den Tipp, wir brauchen 5 von den gelben Dingern. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die finden wir vielleicht, wenn wir Glück haben, vielleicht sogar direkt hier hinten. Müssen noch nicht mal damit zurück zur Farm. Da würden wir auf jeden Fall welche von den Schleimsen haben. Aber hier vorne leben die ja auch überall. Wenn wir Glück haben und ihr Plot wird nicht direkt weggefuttert von anderen, die wollen Früchte. Fressen die im Allgemeinen. Liegen gerade keine Früchte rum. Gar nichts rum zu essen. Mich wundert, von was sie sich hier ernähren. Von diesem einen Baum leben die alle, oder was? Na, ob das gut geht. Ich möchte jetzt eigentlich ungern zurück nach Hause, weil ich dann wieder den ganzen Weg hierher laufen muss. Andererseits ist es vielleicht am falschen Ende gespart, diese Zeit, die wir jetzt hier verplempern, den gelben Plotz zu suchen. In der Zeit bin ich wahrscheinlich zu Hause gewesen. Hab den Plot geholt. Da haben wir ein paar Früchte. 3. Sollte auch 3 Plots geben. Oh. Der hat scheinbar keinen Hunger gehabt. Oder ich habe einfach zu schlecht geschossen. So, nun kommt mal her. Hast du vielleicht Hunger? Hast du? Dann gib mir mal deinen Quantenplot. Und dann kannst du mal schön hier verschwinden. Dein Quantenplot her. Hab ich. Und weg mit dir. So, du kommst auch mal her. Du kommst hier in die Ecke. Oben hin. So, friss das. Jetzt kack für mich. Sehr schön, danke. Und jetzt kannst du verschwinden. So, 3 haben wir schon. Wenn ich Glück habe, brauchen wir ja auch nur 5. Hier liegen noch... Ja, 2 Früchte. Nein, scheiße, das eine ist eine Rübe. Aber die Pogo-Frucht, die können wir direkt loswerden. An ihn hier. Hey! Das war gar kein echter. Die Sau. Mich verarscht. So, mal schauen, ob du ein bisschen Hunger hast hier. Komm mal her hier. Oben in die Ecke. Hey. Du Hunger? Hier, friss das. Danke. Nummer 4. Einen brauchen wir noch. Mal schneller da, die Pogo-Früchte dauern. Das braucht einfach viel zu lange. Hätte ich nicht eben die ganzen Früchte weggeschossen, die ich in den Kisten gehabt hätte, dann hätte ich jetzt genug gehabt. Finde ich sie ja noch irgendwo hier. Geht das ja noch irgendwo rum. Ah, ich kann jetzt eigentlich mal ganz kurz schauen, wo ich schon mal hier bin, ob ein Ding dann reicht, das zu aktivieren. Das ist herrlich. Okay, scheint zu reichen. Das heißt, wir brauchen noch einen Plot, um das nächste Level freizuschalten. Ich vermute mal, dass es diese Welt hier sein wird. Sie ist sehr wild und gefährlich, wie wir gehört haben. Das ist genau das Richtige für mich. Da finden wir dann wohl die letzten Geheimnisse hier. Slime Rancher. Ich könnte eigentlich... Nee, warte mal, die... Doch, die Pinken fressen eigentlich alles. Müsste einen Pinken... Den hier zum Beispiel. So, wenn ich dich... Nein, ich bin so doof. Aber hier ist noch einer.
Der ist auch nicht gut gelaunt. So. Hey, der hat sich einfach aufgelöst, die Sau. Ist ja einfach wieder hier hinten. Will aber sicherstellen, dass er das frisst. Aber der hat wahrscheinlich eh keinen Hunger, oder? Doch, hat er. So, und jetzt gibt ihm deinen Quantenplot. Sehr schön. Wo war jetzt nochmal der Weg? Hier oben lang? Ob da hinten? Los. Oh, ich habe schon wieder einen Teerschleim produziert, irgendwie aus Versehen. Sorry. Oder sie waren es selber. Meistens verursachen die Schleimer selber ihr Chaos und züchten sich hier zu Schleimse, die komplett instabil sind und das ganze Ökosystem gefährden. Und die Chipmunks singen für uns. War's schon? Oder passiert irgendwas? Wahrscheinlich ist es ja ein riesiges Portal, oder? Da drauf trete. Rauch, Feuer und Spiegel, die Glaswüste. Unter einer sengenden Sonne beschwören regenbogenfarbene Giganten Schönheit und Gefahr herauf. Lesen wir uns mal genauer durch. Wir haben damit, glaube ich, alle Gebiete der Welt. Nein, haben wir nicht. Es gibt noch zwei Gebiete. Höchstwahrscheinlich, dass es zwei Gebiete sind. Die Glaswüste, das haben wir noch nicht gelesen. Haben wir die antiken Ruinen eigentlich gelesen? Ich glaube schon. Die antiken Ruinen widersprechen jeder Logik. Quantenslimes, die sie Erzhausen nennen, und unterschiedliche. Wie die Phasenzitronenbäume. Okay, vielleicht gibt es hier wirklich auch nur diese beiden. Ich habe auch nichts anderes dort entdeckt. Die Glaswüste. Die Glaswüste ist weitgehend unerforschtes Gebiet auf der fernen Weite. So weit von der Ranch entfernt, dass sie nur durch Teleportation erreicht werden kann. Die Glaswüste hat ihren Namen von den monolithischen Glasstrukturen erhalten, die über die Landschaft verteilt sind. Man glaubt von diesem Glas, die regenbogenfarbenen gefrorenen Flammen ähneln, dass sie während eines gewaltigen solaren Ereignisses erschaffen wurden, das das Land verbrannt und Stein zu Glas werden lassen hat. Ist das deutsch gewesen? Also hier ist auf jeden Fall ein das, fehlt ein S. Man glaubt auch, dass diese Glasstrukturen der Katalysator für gefährliche solare Anomalien sind, die in der Glaswüste regelmäßig auftreten. Feuerstürme, die aus dem Boden hervorbrechen, als ob gewaltige Hitze verzweifelt versuchen würde, dem Untergrund zu entkommen. Aber die karge, gnadenlose und manchmal brutale Landschaft der Wüste birgt ein Geheimnis. Irgendwo tief im Inneren liegt die Erinnerung an das, was einst war. Und die Mittel, einen Teil dieser Erinnerung werden erstehen zu lassen. Heißt, sind wir hier einem großen Geheimnis auf der Spur, was einst war? Butterkaramellfarbener Transport-Teleporter? Okay. Was ist der Unterschied zwischen dem pinken Transporter, den ich gerade versuche zu bauen? Hier irgendwo lesen. Ich glaube, das kann ich nur in der Fabrikator lesen, was der Unterschied ist. Aber wir bekommen jetzt gerade neue Gegenstände. Statt Pink-Schleim brauchen wir dann wahrscheinlich anderen Schleim, Butterkaramell, als Basis. Oh, ist auf jeden Fall schon mal sehr schön hier. Bin ein bisschen vorsichtig. Diese Feuerstürme, die auf einmal aus dem Boden hervorkommen, machen mir doch ein bisschen Angst. Wie wir eben gelesen haben. Oh, es ist so aufregend. Wieder ein neues Gebiet. Es ist jetzt wirklich das. Ja, es ist wirklich dieses Gebiet. Wir sollten uns auf die Suche machen, die Karte hier zu finden. Die doch aufdecken können. Kann man hier auch Sachen bauen? Ja, kann man. Was bist du? Das ist vielleicht eine fleischfressende Pflanze.
Aber nicht. Oder sie hat gerade keinen Hunger. Die Verdinger. Es ist eine pflanzenfressende oder eine fruchtfressende Pflanze. Ich sollte mal alles ausprobieren, was ich so finde. Versuchen sie damit zu füttern. Ein großer Schleims. Wir haben schon den ersten Lago gefunden hier in dem Gebiet. Weil diese... Vielleicht fressen sie nur Männchen. Nein, scheinbar nicht. Vielleicht fressen sie eine andere Ressource, die man nur hier findet. Diese Schätze muss ich auch noch suchen. Die überall in der Welt verstreut sind. So, aber wo sind denn hier die Schleimse? Schleimse! Aber es ist ein Felsschleim. Kennen wir schon. Oh, ist das ein neues Hühnchen? Nein, Steinhuhn, das kennen wir schon. Bis jetzt ist dieses Gebiet hier nicht sehr gefährlich. Derwisch-Schleimse! Cool, Derwisch. Frucht frisst er und die Pieksbirne ist seine Lieblingsfrucht. Am Tage dreht und wendet er sich und des Nachts wirbelt er herum. Okay, klingt erstmal jetzt nicht so unterschiedlich, ob er sich dreht oder wirbelt. Slimeologie. Der Derwisch-Slime ist ein wirbelndes, sich drehendes Energiebündel in Slimeform. Derwisch-Slimes findet man für gewöhnlich in der Glaswüste, wo sie mit hoher Geschwindigkeit auf kleinen Wirbelwinden über ihre staubigen Dünen düsen. Eines ist sicher, wo auch immer der Derwisch-Slime hin muss, er kommt dort zügig an. Rancher-Risiken. Derwisch-Slimes können auf einer Ranch komplettes Chaos verursachen, wenn man sie nicht richtig um sie kümmert. Oh oh. Zusätzlich zu der Tatsache, dass sie oft mit hoher Geschwindigkeit auf Wirbelwinden herumreiten und dabei unterwegs Gegenstände mit einsammeln, kann ein unruhiger Derwisch-Slime riesige Zyklone verursachen, die so ziemlich alles aufsaugen und herumschleudern, was sie berührt. Okay. Das heißt, mit denen sollte ich echt vorsichtig sein und die am besten erstmal irgendwo reinstecken, wo sie kein Chaos verursachen können. Wenn Zyklone über eine Ranch hinwegfegen, dann kann man nichts weiter tun, als sich auf das Chaos gefasst machen, das bald folgen wird. Oh oh. Plotonomie. Derwisch Plots sind eine fantastische Quelle sauberer Energie, die dazu beitragen, Turbinengeneratoren einen Extraschub zu geben. Sie sind ständig nachgefragt, denn erstaunlicherweise ist nur eine endliche Zahl an Umdrehungen in jedem Derwisch Plot gespeichert. Ja, Einstein hat es ja auch mal gesagt, ne? Energieerhaltung und so. Ein neues Huhn! Bemaltes Huhn! Wer malt die denn an? Ist hier einer, der hier rumläuft und Hühner anmalt? Was ist das denn für eine Sau? Eine Fleischart ist das und der wird von Rank Slime bevorzugt, den wir auch noch nicht kennen. Bemalte Hühner sind eine farbenfrohe Hühnerart, die in der Glaswüste zu finden ist. Es ist unbekannt, was das Auftreten ihres regenbogenartigen Federkleides verursacht hat. Eine Theorie liegt nahe, dass ihre Farben eine biologische Nachahmung des bunten Glases ist, das sich in der Wüste findet, während eine andere Theorie davon ausgeht, dass ihre wilde Farbpracht sie zu den dominanten Gesellen im Gluck-Königreich gemacht hat und sie deshalb von einer Koalition aus neidischen Hühnern in der Wüste verbannt wurden, weil diese nicht mit diesem modebewussten Federvieh mithalten konnten. Aber an letztere Theorie glaubt eigentlich nur eine ziemlich seltsame Person, also ist nicht sicher, warum sie hier mit einfließen sollte. Auf der Ranch. Bemalte Hühner sind sich in der näheren Umgebung von Gugokeln befinden, legen ihre... Okay, das ist alles gleich, genau wie bei den anderen Hühnern auch. Okay, das mag es auch nicht. Magst du vielleicht diesen Schleim? Nein. Aber das hier ist... das. Vielleicht ist das diese Frucht, die wir noch brauchen. Wenn ich... Ah, Steinküken. Von der wir ja gerade schon gelesen haben, dass sie die Lieblingsfrucht des Derwisch-Slimes ist. Gucken, was Haar dazu sagt. Die Glaswüste ist ein faszinierender Ort, aber du musst auf der Hut sein. Jeden Moment kann eine solare Anomalie auftreten. Dazu führt, dass eine Zeit lang die Hölle hereinbricht. Du wirst es erkennen, wenn du es siehst. Und wenn du das tust, geh schnell in Deckung. Oder du riskierst dir, deinen Allerwertesten zu verbrennen. Ha.
Okay, das wird uns wahrscheinlich hier hinten erwarten. Aber hier ist noch ein bisschen Tor. Okay, ich dachte, einen kurzen Moment, hier wäre irgendwie so eine Energiebarriere oder sowas, die mich daran hindert, einzutreten. Irgendwas muss ich mit diesen Pflanzen machen, auf jeden Fall, die hier. Ach, hier haben wir schon mal die Karte, sehr gut. Der Slime nehmen wir mit. Sehr schön. Karte aufgedeckt. Hier ist noch so eine kleine Insel. Die haben wir noch nicht gesehen. Schaut mal, hier ist auch noch mal ein Teleporter. Gibt's noch eine Welt? Oh oh. Jetzt kommt dieser Feuersturm, von dem die Rede war. Was passiert jetzt? Da ist er. Schaut mal. Die haben ja Gesichter. Die Hühner kleben daran. Ein Devil Slime. Nehme ich mit. Und jede Menge Hühner. Oh oh. Oh oh. Was ist das? Was spuckt das? Was ist das? Brennende Plots. Kann ich davon irgendwas aufsammeln? Aua. Nein, scheinbar nicht. Scheinbar explodiert es einfach nur. Aua. Oh, wie cool. Gucken, vielleicht. Ja, Lava-Slimes. Komm her. Feuer-Slime. Ja, Feuer-Slime. Wir schauen uns direkt mal an. Er braucht keine Nahrung. Doch, Nahrung Asche, aber keine Lieblingsnahrung. Wenn ein kleines Lagerfeuer nur. Wie ein kleines Lagerfeuer, nur dass es sich bewegt und ein Slime ist. Slimologie. Feuerslimes sind eine seltene Art von Slime, die auf Aschehaufen lebt. Feuerslimes fressen so ziemlich jedes Futter, aber nicht, wenn es nicht vorher zu Asche verbrannt wurde. Sofern man sie nicht in freier Wildbahn auf einem Aschehaufen findet, ist die einzige Möglichkeit, einen Feuerslime zu füttern, eine Verbrennungsanlage mit einem Aschetrog-Upgrade zu verwenden. Ah, dafür braucht man diese Verbrennungsanlage. Ich habe mich immer gefragt, wofür man die braucht. Feuerslimes brauchen Asche, um zu überleben und werden schnell ausgehen, wenn man sie zu lange auf irgendeiner anderen Oberfläche lässt. Wenn man Feuerslimes in einem Aschetrog hält, kann man einfach jegliche Art von Futter verbrennen, um Asche zu produzieren und so den Trog zu füllen. Ah, okay, ich brauche dafür eine Verbrennungsanlage dann mit einem Aschetrog. Rancher-Risiken. Der natürliche brennende Zustand eines Feuerslimes macht ihn zu schlechter Gesellschaft für andere Slimes, da eine feurige Verbrennung einen Slime davon schleudern wird. Außerdem müssen Feuerslimes in einem Aschetrog unter einer Verbrennungsanlage gehalten werden oder sie verlöschen sehr schnell. Wenn man direkt mit Feuerslimes umgehen muss, wird ein Spritzer frisches Wasser ihr Feuer für kurze Zeit ausgehen lassen. Okay. Plotonomie. Feuerplots werden in den Entwicklungsländern auf der Erde verwendet, um Öfen und Feuerstellen am Brennen zu halten. Dank der Feuerplots sind warme Hände und warme Mahlzeiten für Millionen von Leuten möglich, die sonst keinen Zugang zu solchem Luxus hätten. Ein Rancher wird nicht damit reich werden, Feuerplots zu verkaufen und mit ihnen umzugehen, kann sicher ein gefährliches Unterfangen sein, aber sie sollten wissen, dass der Verkauf eines jeden Einzelnen den Bedürftigen hilft. Und jetzt in der fernen Zukunft helfen die kleinen guten Taten jedes Einzelnen und als Volk weiterzuentwickeln, was sich niemals, das wird sich niemals ändern. Hier sind bestimmt noch mehr von denen. Hier oben haben wir auf jeden Fall einen Rank-Gordo, der möchte gerne Fleisch haben. Das ist sehr gut, weil hier einige Hühnchen rumlaufen. Ob ich noch mehr von den Feuerplots finde. Da ist noch einer. Ah, komm her. Der Feuerslime, so. Okay, das war's schon wieder. Mit dem Sturm. Scheinbar tauchen die nur auf, wenn man, wenn hier der Sturm losgeht. Werden wir den auch direkt mal füttern. Dann haben wir den nämlich auf der Karte direkt fixiert für uns. Und die mögen ja eigentlich die bemalten Hühner sehr gerne. Die lieben sie, da bräuchten wir dann viel weniger von. Aber die möchte ich eigentlich erstmal züchten. Und möchte die erstmal mitnehmen auf meine Ranch. Wenn ich jetzt einen Feuerplort mit einem Ninja-Plort
also diese Jägerplots, die sich unsichtbar machen mit einem Jägerschleim. Wenn ich dem, wenn ich einem Jägerschleim einen Feuerplot gebe, kann ich den dann auf normalem Grund halten oder gehen die dann davon kaputt? Eigentlich mal ausprobieren.